Grüß euch, ich bin's, der Depp. Grüß euch, ich muss euch heute etwas mehr erzählen. Ich habe mir erlaubt, meinen 190er Benz in Frage zu stellen, den Karre, weil er braucht halt doch einen gehörigen Sprit. Und wenn ihr alle vom Bulldog der Diesel abzapfen und den Tank von der 190D laufen lasst, ja, weiß ich, wann ich doch die Steuerbehörden bei mir vorstellig werden. Also habe ich mir gedacht, hole mir jetzt eine neue Karre, bin ich auf Bärburger gefahren zum Heuburger und hab mit dem Xar geredet und gesagt, Xar, ich brauche eine neue Karre. Dann hat der Xar gesagt, du hock dich noch, ich bring dir einen Krug. Hab ich gesehen, da so hast du gesehen, hat er gesehen, einen Krug bringe dir. Dann habe ich gesehen, was ist ein Krug? Dann hat er gesehen, ja, ein koffeinhaltiges Limonadengetränk. Dann habe ich gesehen, Xare, das heißt Coca-Cola. Und ich, Krug, weil Krug, das ist nichts. Das schmeckt bestimmt nicht. Das ist sowas Billiges vom Lidl. So. Naja, okay, dann hat der Xare mir eine Coca-Cola gebracht und hat mir gesagt: Du, schau mal, da habe ich einen Saukarren gestanden, der wäre vielleicht etwas für die Depp. Und dann bin ich hingegangen, habe mir den Karre genauer angeschaut und dann hat der Xare gesagt: Weißt du, der ist jetzt gepimpt, da ist nichts dran gefickt an dem Karre. Dann habe ich gesagt: Was ist da an dem Karre it? Dann hat er gesagt: Da ist nichts gefickt und ist nichts gepimpt. Das ist ein super Karre von Werk her. Und dann habe ich gesagt: Du Xare, wo ich weiß, der Karre gefällt mir, der ist gekauft. Da hat der Blick geschaut, der Xare. Ich bin der Depp und da bin ich daheim.